Hallo, mein Name ist Heiko Heinz und ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu diesem kleinen Tutorial zum Thema Akkordstrumming auf einer Western-Gitarre. Bevor wir etwas tiefer in die Materie gehen, möchte ich euch gerne noch ein paar Tipps geben zum Thema Equipment und vielleicht auch ein paar lohnende Investitionen ans Herz legen. Zum einen empfehle ich euch einen kleinen Clip-Tuner zu besorgen. Das hat den Vorteil, dass eure Gitarre immer gestimmt ist. Diese Clip-Tuner sind relativ klein, kostengünstig und sie ermöglichen vor allem auch das Stimmen in einer lauten Umgebung. Das Plektrum solltet ihr nicht zu dick und nicht zu dünn wählen. Ich empfehle eine Medium-Stärke, die liegt ungefähr bei 0,7 bis 0,8 mm. Ein zu hartes Plektrum hat einen zu hohen Plastikanteil im Schlag. Ein zu weiches Plektrum hingegen liefert nicht genug Widerstand, was euch auch rhythmisch möglicherweise ein paar Probleme bereitet. Ähnlich verhält es sich mit den Saiten. Ich empfehle für eine Western-Gitarre Stahlsaiten in einer Stärke 0,11 bis 0,12. Auch hier lohnt es sich, verschiedene Stärken vielleicht mal auszuprobieren und sich im Laufe der Zeit vielleicht an die richtige Stärke für einen persönlich heranzutasten. 0,11 bis 0,12 ist eine mittlere Stärke, die am Anfang auf jeden Fall nicht verkehrt ist. Zum Thema Haltung lässt sich vielleicht sagen, dass die Gitarre am sinnvollsten als Rechtshänder auf dem rechten Oberschenkel positioniert wird. Die Schlaghand sollte an dem höchsten Zargenpunkt der Gitarre aufliegen, sodass das Handgelenk ganz, ganz natürlich über dem Schallloch fällt. Ja? Ganz locker und ganz entspannt fällt die Hand über die Gitarre. Jetzt machen wir eine kleine Schlagübung und zwar nur auf einem G-Dur und einem C-Dur Akkord. Und zwar versuche ich eine gleichmäßige Achtelbewegung mit der Hand zu vollziehen, wobei die Zählzeiten 1, 2, 3 und 4 Abschläge sind und die Und-Zählzeiten Aufschläge. Und das Ganze sieht dann so aus. Versucht hierbei eine ganz gleichmäßige Handbewegung zu vollziehen und achtet darauf, dass der Abschlag und der Aufschlag die gleiche Qualität haben, was nicht so leicht ist, denn der Abschlag beginnt ja auf den tiefen Saiten und der Aufschlag beginnt auf den hohen Saiten. Wenn ihr euch damit einigermaßen wohl fühlt, könnt ihr nun dazu übergehen, den einen oder anderen Schlag auszulassen, zum Beispiel die 1 und oder die 3 und. Ich versuche jetzt allerdings trotzdem, auch wenn dieser Schlag auf der Gitarre nicht stattfindet, eine gleichmäßige Achtel-Auf- und Abbewegung auf der Gitarre zu machen und meine 1 und meine 3 und schlage ich einfach in die Luft. Das sieht dann folgendermaßen aus. Ich empfehle euch, diese Übung einfach mal eine Zeit lang zu machen und wenn ihr dran bleibt, könnt ihr in der nächsten Folge noch ein paar weitere Tipps zum Thema Akkordstrumming auf der Western-Gitarre sehen. Ich wünsche euch viel Erfolg und viel Glück dabei. Bis dann, euer Heiko.